Viele haben schon von Nahtoderlebnissen gehört. Erstaunliche und berührende Geschichten von Menschen, die schon einmal klinisch tot waren. Die schon einmal einen Blick hinter den Vorhang werfen konnten. Hier geht es aber nun nicht um diese Art Erlebnisse, hier geht es um Nachtodkontakte oder Erinnerungszeichen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was soll das sein und warum machst du ein Video zu diesem Thema? Vor einigen Jahren habe ich einen geliebten Menschen verloren. In der Trauerzeit, als ich dachte, ich kann nicht mehr weiterleben, sind mir Dinge passiert, die mich sehr getröstet haben. Ich habe viele Bücher zu diesem Thema gelesen und festgestellt, dass viele Menschen diese Erlebnisse haben. Aber nur wenige trauen sich, öffentlich darüber zu sprechen. Warum? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Viele Menschen haben Angst davor, für verrückt gehalten zu werden. Da kommen Gedanken wie, man wird mich in eine Schublade mit Menschen stecken, die an Geister glauben. Und mit Gläserrücken oder ähnlichem versuchen, mit den Toten zu kommunizieren. Aber darum geht es gar nicht. Bei Nachtodkontakten suchen nicht wir, die Hinterbliebenen, Kontakt zu den Verstorbenen, sondern diese melden sich bei uns. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die schon Vorausgegangenen verschiedene Wege finden, uns mitzuteilen, dass es ihnen gut geht. Denn darum geht es hauptsächlich. Die verstorbenen Seelen sehen, wie sehr wir leiden und wie traurig wir sind. Und sie versuchen uns zu trösten und senden uns Zeichen. Jede Seele hat verschiedene Möglichkeiten und darum sind diese Botschaften auch nicht immer gleich. Ich unterscheide Nachtodkontakte und Erinnerungszeichen. Bei Nachtodkontakten meldet sich die Seele auf unterschiedliche Weise. Am häufigsten melden sich die Verstorbenen, wenn wir schlafen. Skeptische Menschen werden nun wieder sagen, das sind doch nur Träume. Nein, wer schon einmal einen Nachtodkontakt im Schlaf hatte, weiß, dass das kein Traum war. Es ist viel intensiver als ein Traum und wenn man daraus erwacht, fühlt man sich so sehr getröstet und die Verstorbenen sind einem so nah. Ein weiterer Unterschied zu einem Traum ist, dass man diesen Kontakt nie wieder vergisst. Ein Traum verblasst mit der Zeit, aber dieses Erlebnis ist für immer eingebrannt. So wie es auch Menschen berichten, die schon einmal ein Nahtoderlebnis hatten. Ein weiterer Weg der Verstorbenen, sich zu melden, ist das Geruchserlebnis. Plötzlich, wie aus dem Nichts, kann man den typischen Geruch der gegangenen Seele riechen. Das kann ein immer wieder benutztes Parfum, ein Körpergeruch oder auch Tabakrauch sein. Ein sehr eindrucksvolles Nachtoderlebnis ist das Gefühl von Nähe oder sogar Berührung. Man hat das Gefühl, dass der Verstorbene im Raum anwesend ist und manche haben auch das Gefühl einer Berührung. All diese Dinge habe ich selber erlebt und fühle mich als normal denkender Mensch. Ich bin nicht verrückt, gehöre keiner satanischen Sekte an und ich benötige auch keine Psychotherapie. Es gibt auch noch Nachtodkontakte, die ich selber nicht erlebt habe, die es aber zuhauf geben soll. Und zwar die Kontaktaufnahme über elektronische Medien. Es handelt sich hier um Telefonklingeln, ohne dass jemand dran ist, Lichtflackern oder E-Mails, die plötzlich im Postfach auftauchen. Und natürlich darf man nicht die Nachtodkontakte vergessen, in denen die Verstorbenen sich zeigen. Viele Menschen haben das erlebt. Die Seelen werden gesehen, oft als durchscheinend oder von einem göttlichen Licht umgeben. Es ist fast immer so, dass die Verstorbenen unversehrt und oft jünger erscheinen als am Tag ihres Todes. Im Jenseits gibt es keine Krankheit und keinen körperlichen Verfall. Neben den Nachtodkontakten möchte ich auch noch von den sogenannten Erinnerungszeichen berichten. Das sind Zeichen, die Trauernde sehen und die sie sehr stark an die verstorbenen Seelen erinnern. Auch das ist mir sehr häufig passiert. Viele Menschen werden nun wieder sagen, das sind doch alles Zufälle. Ich kann nur sagen, es gibt keine Zufälle. Sicherlich hat die Herzwolke am Himmel nicht der Verstorbene dorthin geschoben, doch vielleicht hat der Verstorbene uns gesagt, dass wir genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt an den Himmel schauen sollen. Die Seelen kommunizieren auf einer höheren Ebene, die wir mit unserem Verstand nicht verstehen können. All diese Zeichen haben nur einen Grund.
Die Verstorbenen wollen uns mitteilen, dass es ihnen dort, wo sie jetzt sind, gut geht und wir uns keine Sorgen zu machen brauchen. Meine Erfahrung ist, dass es mit der Zeit weniger Zeichen gibt. Von Nachtodkontakten wird oft nur wenige Wochen bis Monate nach dem Tod des lieben Menschen berichtet. Ich denke, dass es ein Abschiednehmen ist. Und wenn wir als Hinterbliebene in unserer Trauerarbeit voranschreiten, können die Verstorbenen auch ihren Weg weitergehen. Es gibt ein Leben nach dem Tod, davon bin ich überzeugt. Und alle vor uns Gegangenen sind dort, wo sie jetzt sind, zu Hause. Und es geht ihnen gut. Wir werden sie wiedersehen, wenn auch wir nach Hause gehen.